Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Meditation. Bitte suche dir einen angenehmen Platz, setz dich bequem, aber aufrecht hin. Achte darauf, dass deine Knie Kontakt zum Boden haben und dein Becken leicht nach vorne gekippt ist. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, so lehne dich möglichst nicht an und benutze ein Kissen, so dass auch dein Becken leicht gekippt ist. Dadurch ist die Wirbelsäule leichter in ihrer natürlichen Position und du kannst die Meditation angenehmer wahrnehmen. Liegen kannst du natürlich auch. Atme dann noch ein paar Mal ruhig ein und aus. Dann kannst du in deinem Tempo deine Augen schließen. Du kannst ruhig und entspannt weiteratmen. Achte einmal auf deinen Atem, wie er in dich hineintritt, wie er deinen Körper wieder verlässt, immer im Wechsel. Beim Einatmen bringt der Atem Energie mit und beim Ausatmen wird Verbrauchtes wieder abgegeben. Ein Kreislauf aus Einatmen und Ausatmen, der ununterbrochen läuft. Achte einmal auf dein Einatmen, auf die Nasenspitze, wie der Atem in dich hineinströmt, wie er dich mit Energie füllt. Und achte einmal auf das Ausatmen. Vielleicht kannst du spüren, wie dein Bauch sich beim Ausatmen entspannt und den Atem wieder frei lässt. Sanft verlässt der Atem deinen Körper ganz ohne Anstrengung. Und wenn du auf dein Ausatmen achtest, es einfach geschehen lässt, dann fällt dir vielleicht auf, dass du eine kleine Atempause nach dem Ausatmen machst. Eine Ruhepause. Der Körper benötigt nicht sofort wieder neuen Atem, neue Energie. Hast ihm genügend Kraft geschenkt und durch das Ausatmen genügend Raum gelassen, diese Kraft im Körper zu verteilen. Achte einmal auf diese Ruhepause. Vielleicht ist sie kurz, vielleicht ist sie lang. Und so, wie wir Menschen alle unterschiedlich sind, ist auch unsere Atempause, unser Atemrhythmus ganz verschieden. Und dennoch durchleben wir alle den gleichen Rhythmus aus Einatmen
Ausatmen, Pause. Einatmen, ausatmen, Pause. Diese Ruhepause. Vielleicht kannst du dich freuen, dass dein Körper die Möglichkeit bekommen hat, die beruhigende Kraft zu verteilen, die er mit jedem Atemzug aufgenommen hat. Die beruhigende Kraft des Atmens wird durch deinen ganzen Körper verteilt, vom Brustkorb in deinen Rumpf, hinab in deine Beine bis zu deinen Füßen. Zu deinen Füßen, die dich bis hierher gebracht haben, die dich heute vielleicht schon über viele Schritte getragen haben. Sie dürfen nun zur Ruhe kommen, dürfen loslassen. Und diese Ruhe und Entspannung der Füße kann sich langsam ausbreiten über deine Knöchel bis in deine Unterschenkel, deine Waden. Auch sie dürfen loslassen, das Geschenk der Ruhe und Entspannung annehmen. Weiter breitet sich die Ruhe aus bis in deine Oberschenkel, die nun auch loslassen, entspannen dürfen. Deine beiden Beine dürfen nun ruhig daliegen und loslassen, die Stille und Entspannung annehmen. Die Entspannung steigt weiter auf in den Rumpf. Auch er darf jetzt zur Ruhe kommen. Und alle Organe dürfen loslassen und entspannen. Vielleicht bildet sich Wärme und breitet sich mit der Ruhe langsam in dir aus. Fühle einmal. Lass die Wärme und Entspannung weiter aufsteigen bis in deine Schultern. Diese dürfen nun auch loslassen, die Ruhe annehmen. Lass die Entspannung in deine Arme fließen, in die Oberarme,
die Unterarme und deine Hände, deine ganzen beiden Arme dürfen nun loslassen und zur Ruhe kommen. Lenke deine Aufmerksamkeit noch einmal auf deine Schultern. Lass die Ruhe und Entspannung aufsteigen über den Nacken, die Kopfhaut, die Stirn, die Augenbrauen und Augen bis zu deinem Mund und deinem Kiefer. Dein ganzer Kopf kann sich entspannen und loslassen. Dein ganzer Körper darf nun entspannt und ruhig sein. Vielleicht hat sich ein wohliges, beschützendes Gefühl der Wärme ausbreiten dürfen. Wir unternehmen jetzt zusammen eine kleine Fantasiereise. Es ist ein angenehmer Sommertag in den Bergen. Du stehst am Fuße eines Berges, der sanft nach oben geht. Der Wanderweg windet sich wie ein Bach die Almwiesen hinauf. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel auf dich herab. Ein leichter Wind streichelt sanft über deine Haut. Du fängst an, den Weg nach oben zu gehen. Du spürst die Steine unter deinen Schuhen knirschen, die Sonne auf deiner Haut. Es riecht nach Sommer. Vögel fliegen an dir vorüber und lassen sich entspannt in dem sanften Wind dahintreiben. Der Weg führt dich weiter und weiter nach oben. Ganz leicht fühlt es sich an. An den Almwiesen mit ihrem satten Grün und den roten und violett schimmernden Blumen vorbei, die sich leicht im warmen Duft bewegen und ihr Gesicht der Sonne entgegenstrecken. Eine letzte Kuppe noch und du kannst das Ziel deiner Wanderung erkennen. Wie ein weicher Teppich liegt eine leicht abfallende, lange, breite Wiese vor dir. Das Gras der Wiese ist türkisfarben und durchsprenkelt mit ein paar weißen und gelben Blumen. Es ist ruhig hier oben. Nur ein paar Vögel lassen sich im sanften Sommerwind dahintreiben.
setzt dich auf die Wiese und lässt deinen Blick schweifen über die Wiese hinab ins Tal, auf die gegenüberliegenden Hügel und Berge. Du folgst mit deinem Blick den verschiedenen Grüntönen der Wiesen, die sich über die Hügel und Berge gelegt haben. Und während du da sitzt, kannst du den Wind spüren, wie er sanft den Berg hinaufzieht, kurz pausiert, nur um dann noch sanfter den Berg wieder herabzufließen. Immer wieder, hoch und runter fließt der Wind, ganz so, als wäre er der Atem des Berges, auf dem du sitzt. Während du so auf der Wiese sitzt, fängt dein eigener Atem an, im Takt des Berges mitzuatmen. Ganz sanft und ohne Druck atmest du mit dem Berg mit, nimmst seine Stärke, Gelassenheit und Ruhe auf, die ihn seit Jahrtausenden hier an dieser Stelle halten. Und während du weiter die Kraft des Berges aufnimmst, deinen Blick über die Schönheit der Landschaft gleiten lässt, fallen dir wieder die Vögel auf, die so behutsam sich im Wind tragen lassen, ganz so, als würde der Atem des Berges sie tragen. Lassen sich hochtragen, wieder absinken, lassen sich mal nach links, mal nach rechts treiben, einfach so, als ob sie kein Ziel hätten und nur das Fliegen genießen. Je länger du diesen Meistern der Luft zuschaust, umso mehr kannst du eine Verbindung zu ihnen fühlen. Ganz so, als warten sie darauf, wann du selbst aufsteigst, um dich zu ihnen zu gesellen, mit ihnen zusammen, im Fliegen die Kraft des Berges und der Natur aufzunehmen. Während du den Vögeln weiter zuschaust, kommt ein älterer Mann mit einem großen Rucksack langsam den Weg hinauf. Er winkt dir freundlich zu. Als der Mann näher kommt, kannst du seine gütigen Augen erkennen, die dich spielerisch anlächeln. In der Nähe deines Sitzplatzes stellt der Mann ab. Er packt einen bunten, sehr großen Gleitschirm aus. Die Farben des Schirms schillern in den buntesten Farben. Rot, Orange,
gelb und grün, blau und violett. Alle Farben des Regenbogens, des Lichts sind da. Als der Mann fertig ist, schaut er zu dir herüber und lädt dich ein, mit ihm zu fliegen. Du kannst zu ihm gehen. Als er dir hilft, dich startbereit zu machen, spricht er: Ich habe gesehen, wie du den Atem des Berges aufgenommen hast, wie du die Vögel gefühlt hast. Ich spürte, da ist jemand, der mit ihnen fliegen sollte. Ihr steht nun startbereit am Hang. Der große, bunte Schirm liegt hinter euch. Du schaust die Wiese hinab zu den Vögeln, die auf dich zu warten scheinen. Achte auf den Atem des Berges, auf das Einatmen, das Ausatmen, die Ruhepause. Fühle den Rhythmus des Berges, das Aufsteigen der Luft, die stilleren Momente und dann lass uns loslaufen, sachte und selbstbewusst. Jetzt. Als du anfängst zu gehen, spürst du das Aufsteigen des Schirms hinter dir. Dann steht dieser sicher über euch und ihr könnt etwas schneller die Wiese hinablaufen, bis der Schirm euch langsam vom Boden abhebt und ihr sanft anfangt zu fliegen. Ein unglaubliches Gefühl von Freiheit und Verbundenheit kann sich in dir breit machen. Freiheit, weil du einen ganz neuen Bewegungsraum betrittst und dennoch verbunden bist mit der Natur, dem Wind und den Vögeln, die immer noch in eurer Nähe sind. Sicher steuert der alte Mann hinter dir mit den Bremsen den bunten Schirm. Ihr fliegt parallel zu den Wiesen und folgt den Vögeln. Und genauso wie die Vögel, so lasst ihr euch vom Wind treiben. Fliegt mal hierhin, mal dorthin. Und wenn die Vögel sich nach oben treiben lassen, dann folgt ihr ihnen. Du darfst nun selbst einmal steuern, selbst dem Wind, der Sonne, den Vögeln folgen, eins werden mit der Natur, der Schönheit und des Friedens, der hier in der Luft herrscht. Ich lasse dich nun einen Moment in der Ruhe des Fliegens. Genieße einfach die Verbundenheit. Und wenn du wieder meine Stimme hörst, wirst du ihr einfach folgen.
Natur, Freiheit, Verbundenheit. Du kannst jetzt wieder meine Stimme hören. Du fliegst immer noch durch die Luft mit dem bunten Schirm über dir. Es ist Zeit für dich, an die Landung zu denken. Du gibst die Bremsen dem alten Mann hinter dir, der euch in Kreisen und Achtern langsam zur Landewiese hinabbringt. Der Mann zieht die Bremsen weiter hinunter und ihr fliegt parallel über den Boden entlang. Dann kommt ihr zum Stehen. Der ältere Mann lächelt dich an und hilft dir, dich abzuschnallen. Bedankst dich für den Flug und gehst zufrieden lächelnd wieder an den Ausgangspunkt deiner Reise. Du bist nun wieder am Ausgangspunkt deiner Reise und es wird nun langsam Zeit, wieder zurückzukehren, zurück in diesen Raum, an deinen Platz, auf dem du sitzt oder liegst. Du kannst deinen Körper spüren und füllst ihn vollständig aus. Dein Atem, du kannst ihn spüren. Das Einatmen, das Ausatmen. Beobachten, wie dein Atem deinen Körper erfüllt und bewegt. Beim Einatmen strömt neue Kraft und Energie in deinen Körper. Kraft und Energie fließen in dich hinein. Das kannst du spüren. Atme die Energie ein, lass sie fließen durch deinen ganzen Körper. Nimm noch einen bewusst tiefen Atemzug voller Kraft und Energie und spüre nun einmal zu deinen Händen und Füßen. Du kannst sie leicht bewegen. Und wenn du magst, kannst du dich sanft recken und strecken. Nimm dann noch drei bewusste Atemzüge und öffne in deinem Tempo deine Augen. Eins, zwei, drei. Öffne nun wieder deine Augen. Du bist zurück im Hier und Jetzt.